Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ah, super. Das Wasser, was es wegmacht, aber... Ah, ich sehe es hier. Ach nee, ich weiß warum. So. Wo steht mir das da? So, gut. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Vor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ach, Zeitreise? Genau, dann zack, zack. Ja.
Ich war gerade verwirrt gerade. Das wahrscheinlich schon, oder? Nee, falsches Portal wieder. Was? Das ist doch noch falsch. Also. Zack, jetzt müsste rein theoretisch. Das funktioniert, oder? So nicht. So definitiv nicht. So kann ich definitiv nicht weiterkommen. Also brauche ich erstens das Gel. So, dann darüber. So. So, ich muss runterspringen nach drüben. Mein Auge gerade. Wow. So. Das dahin. Und das noch. Also vor schon drunter kommen. Also gut, ich will jetzt runter.
Leistung müsste ich jetzt so. So. Jetzt habe ich es. Gut. Perfekt. Cooles Speicher.